Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute Wetter gut, wir gehen heute in die IKEA und brauchen wieder zwei, drei Sachen, beziehungsweise einfach nur ein... Man braucht einen Spiegel, hast du gesagt? Ja, einen Spiegel. Ja, abchecken. So, also mit uns los. Ich fahre die Kiste. Mit uns los. Bandana am Stiesel heute mal. Etwas anderes, statt immer nur Kappen. Vielleicht setzt sich ja dann der Trend durch. Mal schauen. Rivella Rip Fresh ist am Start. Und später hoffentlich noch ein Hotdog. Hotdog! IKEA Hotdog, wegen dem geht man überhaupt in die IKEA. Und mal schauen, was heute so passiert, was abgeht. Hoffen wir füllen den Karren nicht wieder so wie letztes Mal. Aber ich denke es nicht, weil... Nein, wir brauchen ja sonst nichts ähnlich. Aber das ist normal, man sagt immer, man braucht nichts ähnlich. Und dann kauft man den ganzen Laden leer. Ja, wir fetzen mal dort raus. Und ich glaube, da kommen wieder so geile Cinematic-Szenen, wenn wir rausfahren. So, also es ist leider doch ein bisschen mehr geworden. Die ganzen Leute dort, das Möbel hier und die zwei noch. Und da kann ich natürlich wieder schön alles aufstellen. Nice. Und ich zeige euch dann das Ergebnis, wenn es fertig ist. Oder wir können so einen geilen Magic Trick vielleicht machen. Moment, vielleicht schaffen wir es ja, das zu cutten. So, machen wir so. Also ein Möbel sollte gerade hier geradeaus herkommen. Ja. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob das so gut funktioniert hat, aber Versuch ist es wert gewesen. Wir haben das Möbel immer gekauft und noch einen Spiegel für unten. Und der hat sich eigentlich schon noch ein, zwei, drei Sachen, so dekorationsmäßig, aber nichts Wildes. Und da würde ich mal sagen, wäre es mit dem Vlog. Keine Ahnung, wie lange das gegangen ist, aber eben so ein Eintagesvlog, why not, oder? Habe ich gedacht. Wenn es euch gefällt, würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. So wie auch bei einem Abo, wenn ihr es nicht gemacht habt. Und sonst sehen wir uns einfach in einem anderen Video wieder. Bis dahin sagen wir, macht's gut. Schönes Tag noch und ciao.